Ja, wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier unten in der Schlangengrube. Ah, noch zwei von der Sorte. Ah, das war die falsche Taste, egal. So wollte ich das haben. Aber jetzt habe ich den das Gift verpatzt. Den hier und den hier. Das. Klappt aber trotzdem ganz gut. Kein besonderer Knopf. Hier auch nicht wirklich. Ein Weg nach oben zu einer Lichtsäule. Okay, hi. Ich weiß, ihr wollt mich fressen. Aber daraus wird leider nichts. So, die Spucke einmal unterbrechen. Da geht's hoch. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Hier wieder ein L setzen. Wow. Wurmdrach-Elite. Ach du meine Güte, der könnte böse werden. Okay, er beißt hauptsächlich. Das ist nicht so schlimm. Ibe müssen wir wahrscheinlich blocken von ihm. Mach du mal das auf ihn. Also blocken, unterbrechen meine ich. Vor allem, das scheint die ganze Gruppe zu treffen, wenn er den Hieb macht. Deswegen sollte ich einmal die Heilung auslösen. Sie scheinen unbeweglich zu sein, was gut ist. Ja, vielleicht sollte ich bei dem Hieb einfach zur Seite gehen. Nein. Jedenfalls nicht ein Feld, das reicht nicht.
Den Hieb kann ich unterbrechen. Boing. Rüstung, Hast, Expertise. Mal probieren wir es mal aus. Wow, die ist aber auch sehr schwer, oder? Oh, jetzt sind wir langsam. Werfen wir mal etwas Ballast ab. Behalten mal nur die Rüstung. Für den Fall, dass es sich herausstellt, dass die Rüstung, die ich jetzt angelegt habe, nicht so gut ist. Schon wieder eine Schlangenstatue und etwas zum Öffnen. Okay. Ja, ich habe aber auch das Gefühl, wir kommen von hier aus. Na, das mal auffrischen. Na, Entschuldigung, da lang. Hi. Ja, jetzt bin ich hier überhalb von dem. Hier ist noch so ein Durchgang. Okay. Ich lasse das jetzt mal zu. Einfach weil ich es kann. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir von der Seite auch noch Zugänge kriegen. Ah ja, hier kann man nur runterfallen. Wenn man es denn möchte. Und hier sind wir wieder am Anfang. Gut. Wir nehmen erst den unteren Weg hier, bevor wir die oberen Wege nehmen. Ach ja, und die Schlange hier aufdecken, so. Hier ist kein Durchkommen. Hier ist wieder Licht. Ach, das ist das Licht, okay. Hebel für eine Abkürzung. Höhlenwürmer. Die waren jetzt nicht so schlimm, die Höhlenwürmer. Nö.
dem Button kann man kaum was sehen. Aufmerksamkeit und Willenskraft für sie. Ja. Oh, ein kleiner Heiltrank. Endlich erreichen wir auch, was das angeht, ein bisschen wieder. So, und hierfür müssen wir wahrscheinlich hier oben einen Hebel umlegen. Um dann den auf der anderen Seite umlegen zu können. Haha. Ja, sehr netter Rätsel. Sehr nettes Rätselgebiet. Auch hier müssen wir eine Abkürzung erst freischalten. Hier ist auch wieder ein Einsturz. Okay. Ah, das ist die andere Seite des von diesem Einsturz. Okay. Hi Jungs. Habt ihr mich vermisst? Ich hoffe doch. So, machen wir es gleich richtig. Ihr Viecher nervt tierisch. So. Oh, Würmer. Vor lauter Map. Direkt reingerannt. Der Zauber, da müsste mal besser werden, definitiv. Wobei halt Hauptspezialität des Ruinenheilung über Zeit ist. Nö, der Hammer ist nicht die, nicht der Renner. Jede Menge Abkürzungen. Und ja, halt hier die Tür aufmachen. Also die Tür da aufmachen.
gucken wir mal, was. Hier weiter ist der Tod. Hi. Ihr seid nervig. Deswegen bombardiere ich euch mal richtig. Mach auch mal die Trommeln an. Geh mal kurz zur Seite. Okay, jetzt haben sie nicht mehr genug Mana für Feueratem. Uff. Okay, hier gibt es wieder sehr viel. Oh, ein Heiltrank. Ich sollte sie einfach rechts anklicken, das geht schneller. Jetzt, da ich es weiß. So, wieder Licht. Ah, an den Wänden kommt mir jetzt auch wieder nichts komisch vor. Aber hier steht was. Ich bin von rotem reptilischen Tod. Hm. Das ist ein Einsturz mal wieder. Da geht's hoch. Ja, für Serikal, auch wenn das seine Hast verringert. Ja, hier kann es nicht wirklich was geben, außer einen Weg zurück. Ich habe jetzt da geöffnet und habe hier noch einen Weg. Hier kann ich noch nicht öffnen. Ah, ich höre schon wieder Flügel schlagen. Oh! Was macht ihr da oben? Gehen wir einfach mal um die Ecke. Blocken deinen Feueratem. Ja, bei Ding brauche ich nicht hoffen, dass das Mana irgendwann alle geht. Wir haben viel zu viel davon. Aber es sind zum Glück nur zwei. Dadurch ist ihr Schadensoutput allgemein etwas niedriger. Lisa könnte da einen neuen Ring gebrauchen. Rubinring des Bären, das müsste der hier sein, ja. Oh, nö. Nicht so einer.
Oh ja, ich kann Feueratem ablenken. Das ist immer gut.